Lampe. Grüß Gott, ich will eine Müllhaul machen. Ich mache das auch ganz, ganz schnell, weil es sind wirklich nur Sachen, die ich halt gebraucht habe. Diese Bürste habe ich schon, man sieht sie kaum, diese Bürste habe ich schon ausgepackt, die ist nämlich für meinen Opa, er ist ja im Spital, das habe ich euch ja erzählt und deswegen habe ich ihn die mitgenommen. Es war ja der Black Friday beim Müller und da gab es auf alles 20% und die Chaise ein bisschen ausgetickt. Ja, fangen wir mit der an, weil die ist nicht so groß, beziehungsweise nicht so voll. Mein Bruder war nämlich auch bei mir und der hat auch Tees sich ausgesucht. Ich habe mir ein paar Kosmetiktücher mitgenommen. Ich sage ja, der Haul wird sicher hochfahrt werden. Die Binden zeige ich euch jetzt nicht. Das will keiner sehen. Dann habe ich mir einen Toupierkamm mitgenommen. Der sieht so aus. Ich hoffe, dass es funktioniert. Bin gespannt, ob es funktioniert. Ich werde euch auf den Laufenden halten. Dann habe ich meine Einwegwaschlappen mir neu gekauft als Backup. Weil, ja, ich benutze die immer, das wisst ihr ja eh. Ich habe mir zwei Mundspülungen gekauft. Ja, ich sag nur 20%. Meine wird bald leer. Und ich glaube, ich bleibe jetzt auch bei der von Müller, weil ich mag die irgendwie am liebsten. Wegen die minus 20% habe ich mir diese Biore No Stripes nochmal nachgekauft. Ich habe eh genug, aber ich dachte, ja, wenn eh minus 20% sind, dann kaufen wir sich die halt. Dann habe ich, ich hoffe, das Video geht euch nicht so schnell, aber ich muss mich ein bisschen dummeln, weil ich muss noch mit meinem Hund raus. Sollte mich fertig anziehen, weil ich habe unten noch keine Leggings an, sondern nur eine Strumpfhose. Ich habe mir zweimal die Terra Naturi Zahncreme gekauft. So sieht die aus. Die mag ich total gern. Meine ist schon leer. Ich muss unbedingt eine in mein Badezimmer geben. Jetzt sind meine Binden runtergeflogen. Dann habe ich mir, das ist nur einer, ich habe noch einen. Das ist ein Marzipan Cappuccino, Typ Nuss Nougat Cappuccino. Auf den freue ich mich jetzt schon. So sieht das aus. Ich habe den auch schon aufgemacht, damit meine Mami ihn auch kosten kann. Ich finde das so geil. Ich bin jetzt so ein Marzipan-Junkie. Minus 20%. Ich glaube, der Haul ist voll uninteressant für euch. Aber ich wollte ihn heute unbedingt zeigen. Ich habe mir zweimal auch meine Kaffeekapseln gekauft, weil halt... Ja, ich sage es jetzt nicht noch einmal. Die Prozente halt. Dann habe ich den Marzipan-Kaffee noch gekauft, den Cappuccino. Den finde ich bis jetzt am besten, den roten. Den finde ich bis jetzt am allerbesten. Dann habe ich noch meine Wattestäbchen nachgekauft. Meine sind jetzt nämlich extra leer geworden. Ich habe echt Glück gehabt. Ich bin auch ganz gut damit rausgekommen. Die sind jetzt leer geworden. Deswegen habe ich die unbedingt gebraucht. So. Das war's. Und jetzt die letzten zwei Sachen. Ich hoffe, das Video war ich jetzt nicht. Das war sicher viel zu schnell. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Aber es war halt nicht viel Zeug, also Kaffee. Da könnt ihr sehen, ich war brav und habe nur Sachen gekauft, die ich auch brauche. So wie diese beiden hier. Das ist mein Trockenshampoo, das ich jedes Mal aufbrauche und benutze und bla bla bla. Das ist dieses Batiste Sweetie. Ich habe jetzt das Gerücht gehört, dass jemand gesagt hat, dass man da Haarausfall bekommt. Also ich kann das nicht beurteilen, weil ich habe schon mein ganzes Leben lang Haarausfall. Jetzt gerade nicht, aber sonst habe ich mein ganzes Leben lang schon Haarausfall. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich es mal nicht hatte. Ich bin abgeschnitten. So. Deswegen, ich mag die trotzdem und ich werde die immer weiter verwenden, weil das ist das Einzige, was bei mir funktioniert. Was ich auch am zweiten Tag auch noch drauf machen kann, ohne dass es ekelhaft ausschaut, meine Haare. Also ich bleibe auf jeden Fall bei dem. Ich kaufe mir kein anderes. Ich bleibe bei dem Batiste. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen, obwohl es ein bisschen schnell gegangen ist und ich euch nur Sachen gezeigt habe, die halt nicht so interessant waren. Ich meine, Marzipan-Kaffee. Ja, und ich kriege da wirklich eine Fieberblase. Ich raste aus. Ich hasse es schon langsam. Boah. Ja, das heißt, wir beenden jetzt dieses Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!